こんにちは。こんにちは。Oder noch Ohio gozaimasu. Ohio gozaimasu. Es ist ein bisschen spät. Bei dir schneit schon wieder. Zum Glück nicht mehr. Ja, schon wieder. Danke für deine Zeit. Wir sprechen heute über Weihnachten und Neujahr. Ist in Japan ein bisschen anders, weil grundsätzlich wurde das ja eigentlich nicht gefeiert. Das hat die westliche Welt reingebracht, oder? Amerikaner. Eigentlich ja, die in religiöser Weise, dann feiern wir nicht den Weihnachten. Dann einfach das Spaß machen, den Partystimmung, so haben und wir. Und das Neujahr wurde schon gefeiert oder nicht? Eigentlich Neujahr ja auch nicht, wird ja gefeiert, aber Neujahr ist es eher wie Weihnachten in Europa. Mit den Familien zusammen. Ah, okay. Und dann authentisch, also so in der Ruhe zu sich kommen und dann so weiter. Da gibt es doch am 31.12. eine große Fernsehshow, die immer angeschaut wird, oder? Mhm. Wo die ganzen Stars auftreten, Stars auch und Musik. Dann singen und tanzen. Ja. Genau, das ist der große Neujahrsevent, glaube ich. Oder Silvester. Finale des genau. Jahres. Genau. Und alle, die da sind, da gibt es dann verrückte Werbeverträge. Die kriegen ganz viel Geld, weiß ich. Ja, weil diese Fernsehshow von dem NHK, die japanische National Broadcasting, so wie ARD, ZDF. Und deswegen keine Werbung dabei. Ach, gar keine Werbung. Aber für die Stars ist es eine tolle Werbung. Ja, klar, das ist sowieso. Für die ist es. Aber ich bin seit etlichen Jahren nicht mehr dabei, um diesen Show zu sehen. Aber habe ich so gehört, inzwischen sind die Stars auch etwas veraltet und nicht mehr up to date. Und ja, das weiß ich nicht. So wie wir alle. Aber anderes Thema. Eines von den wenigen Worten, die ich ja tatsächlich auf Japanisch kann, ist ein schönes neues Jahr zu wünschen. Mhm. Akimashite omedetto gozaimasu. Ich habe sogar mal Postkarten zu dem Thema gemacht. Ja, super, schön. Und da habe ich mich versucht in Japanisch und im Hiragana und Katakana. Ich habe mit Hiragana angefangen und habe da auch wieder aufgehört. Aber wir waren eben einmal zu Silvester tatsächlich zum Neujahr in Japan und das war wirklich schön. Wir waren unterhalb von dem Tokyo Tower. Da ist ein Tempel und das war das vorletzte Jahr, als an diesem Tempel noch Laternen in die Luft gestiegen worden waren. Also da wurden so kleine Papierlaternen mit einer Kerze drinnen angezündet und die sind dann da hoch. Damit ihr so warmen Luft steigert. Genau, oben. Das war sehr, sehr schön. Nur, dass ich mit meiner schlechten Kamera damals, das war vor 10, 12 Jahren, dauernd versucht habe, dieses Ereignis zu filmen, das nur so peripher gesehen habe, danach das angeschaut habe und die sind nichts geworden. Die sind alle schwarz, weil viel zu wenig Licht da war. Also ich habe mich anstatt auf dieses Ereignis zu konzentrieren, auf meine dumme Kamera konzentriert und deswegen ist das so halb an mir vorbeigegangen. Die einzig unschöne Vorfall bei dieser Location waren drei Europäer. Ich glaube, Engländer, Pole und Deutsche, die laut waren und rumgegrölt haben. Ansonsten war es total schön und friedlich. Das ist so meine Erinnerung und von diesem schönen Tempel. Und wir sind da tatsächlich dann auch auf den Tokyo Tower hoch. Noch eine Stunde davor haben die ganze Stadt von oben gesehen. Das war sehr, sehr schön. Sehr, sehr friedliches Erlebnis, bis auf diese drei Europäer, die da Bier gesoffen haben. Tja. Was sonst nicht war. Das ist nicht üblich, oder? Dass man, also, weil alle waren friedlich da, haben die Laternen steigen lassen und da waren die. Ich glaube, es ist vielleicht so ein kultureller Unterschied, weil die vier Japaner, diese 31. Dezember Abend, ist es eher so etwas, so mehr so Sinnlichkeit und dann in die Ruhe kommen und dann. Ja, unseren alle Sünde dieses Jahr eingesammelt haben, nochmal so zu reinigen. Und, aber für Europäer natürlich, diesen Silvesterabend, dieses Halligalli und zum Kracher machen und dann laut werden, dann ist es total Gegenteil.
Ja, also mir war der japanische Silvester viel sympathischer als das europäische Feiern. Aber was mir auch noch aufgefallen ist, weil du das sagst, mit dieser Besinnlichkeit und also ursprünglich ist doch, das ist ja, der 31. Januar hat ja eigentlich keine Bedeutung gehabt im Japanischen. Vor, sagen wir mal, Also, 200 Jahren. Wann wurde denn dann Neujahr gefeiert? War das Ende März? Also als der Frühling dann kam, was oder? meinst du, so früher Also ich meine, eine Bedeutung? das ist ja quasi dieser christliche Kalender, der 31.12. wurde Aha. trotzdem schon seit hunderten Jahren auch bis zum Jahresende gefeiert? Oder Ah, hat doch, man doch, doch, ja, den die Kaiserkalender oder chinesischen nein, Kalender nein, oder nee? also die chinesische, ne, so die Sonnenkalender, Mondkalender weiß ich Hm. nicht, aber irgendwie, also grundsätzlich, 1. Januar ist uns heilig, Ah, wie der Weihnachten in Europa. Es ist total heilig, ne? Und dann, um diesen 1. Januar mit dem gereinigten Körper und Seele zu erleben, dann braucht man natürlich Vorabend alles vorbereiten. Das ist für uns dieser Silvesterabend. Ah, Und okay. dann muss man natürlich zum Tempel gehen und dann, wie gesagt, so alle 108 Sünde alles reinigen lassen und dann ja auch ab und zu mal so diese Suzen Amazake auf dem Tempelgelände trinken. Das, Echt? ja. Das ist ja lustig. Und ach so, und was ich gesehen habe, ist, dass die Leute auf Täfelchen Wünsche schreiben. Oder? Auf Holztäfelchen. Ja, Holztafel, ja, Holztafel, das kann man jederzeit machen, aber natürlich. Viele gehen dann. Aber die würde ich eher am 1. Januar machen. Ja, genau. Also nicht am Silvesterabend, sondern zum neuen Jahr hin. Wir waren auch, es gibt zweimal im Jahr irgendwelche Events, wo man den Kaiser sehen kann. Und einer davon ist, glaube ich, am 2. Januar und da sind wir hingegangen. Schön. Da geht man, das war wirklich nett, da geht man dann im Pulk, der tritt dreimal auf mit seiner Familie und im Pulk geht man dann zu dem Kaiserpalast hoch. Und da ist dann hinter Glas, wahrscheinlich auch, damit halt nichts passiert. Also, ja, Verrückte gibt es immer. Davor stellen sich irgendwie 4000 Leute hin. Alle haben damals japanische Flaggen in die Hand bekommen. Und das war ganz schön. Man wartet 20 Minuten, alle reden relativ leise. Und dann tritt der Kaiser mit seiner Familie auf. Das war ja noch der vorherige Kaiser, den ich gesehen hatte. Und alle wedeln dann mit den Fähnchen. Das war sehr nett. Und jemand hatte sein Kind hinten auf der Schulter, die hat oben ge das war einfach nett. Und dann geht man, das dauert, dann macht er seine Neujahrsansprache, viel Glück fürs ganze Volk oder ich weiß nicht, was er gesagt hat. Und dann geht der ganze Pulk wieder diesen Berg runter, also man geht auf so einen Hügel hoch, oben ist diese Zeremonie, dann geht man wieder runter, aber es ist schön, dass das quasi fürs Volk gemacht wird und die Leute können hingehen, wenn sie wollen. Das fand ich eigentlich ganz, ganz nett von der, so von vom Prozedere her. Genau, und so haben wir die Familie und da habe ich auch schöne Fotos. Die kann ich ja mal zeigen bei Ah, Gelegenheit. das ist schön. Das war sehr nett, weil da hatte ich extra da hatte ich so eine Canon-Kamera noch damals und die sind okay geworden, weil ich so eine 10-fach Zoom hatte. Dann könnte ich schön nah ranzoomen. Das war ganz nett. Und ich habe im Kopf eben mal mein Foto, wo dieses Kind hinten drauf ist. Man sieht die Leute nur von hinten und die wedelt mit dem Fähnchen. Das ist Das ist nett. ein schönes Bild. Die waren vielleicht so zwei, Ja. drei Jahre alt. Vielleicht auch vier, aber so. Ja. Auf jeden Fall, das ist das. Und was mir dann an Silvester, nee, Entschuldigung, an Neujahr auch noch aufgefallen ist, ich glaube auch am 2. Januar war das, wenn man in Geschäften war, dass man so Lucky Bags kaufen kann. Also Überraschungspakete quasi, wo man nicht drin ist. Das habe ich erst danach erfahren, was das ist. Ich gehe dahin, Ja, alle so bieten die mir diese Lucky Katze Bags in an. Sack zu kaufen, gell? Ja, aber ich wusste nicht, was das ist. Und das Verrückte ist, in japanischen Läden, die Leute sind sehr zurückhaltend. Und ich war Meinst davor, du? finde ich, also die sagen immer zwar, guten Tag, wie geht's Ihnen, kann ich Ihnen helfen oder irgendwas, ja? Was ist der Standardspruch, wenn man reingeht in den Irashai. Laden? Bitte? Irashai mase. Genau, also alle sagen, begrüßen einen, sind ganz nett, aber
an diesem Tag und nur an diesem Tag, das ist mir 5 Jahre davor nicht aufgefallen, oder 10 Jahre, als ich schon davor hingefahren ist, da kommen, auf einmal kamen die Verkäuferin oder Verkäufer auf mich zu, wollen Sie das hier kaufen? Und ich bin gleich zurück. Ich wusste nicht, ob ich auf dem arabischen Basar bin oder so. Das ist ganz anders. Orientalischer Basar. Da sind die Verkäufer nämlich immer so aufdringlich. Und sonst war das nie so. Und ich bin richtig zurück und habe deswegen nie was gekauft an diesem Aha, Tag. also Und im du bist Nachhinein tut mir das, erschrocken. bin ich erschrocken, weil ich wusste nicht, was los ist an diesem Tag. Sind jetzt alle besoffen von Silvester oder so wie in Europa? Ja, 3 Tage danach sind immer noch alle. Aber das ist ja nicht der Fall in Japan, sondern es ging um diese Lucky Bags und es tut mir immer noch leid, dass ich da nichts gekauft habe. Ja, weil die einen haben wirklich so, die hatten noch so ein Lucky Bag so am Abend um 19 Uhr und die haben gesagt, das ist wirklich ganz gut. Die wussten, dass da was wirklich Tolles drin ist. Und da kann es passieren, dass man, also kenne ich zumindest die Geschichten, für 400 Euro, wenn man in den Apple Store geht, ein MacBook bekommt, wenn man glücklich ist. Wow. Ja? Oder halt bei irgendeinem Bekleidungsladen dann irgendwelche Sachen. Aber es kann auch passieren, habe ich auch gehört, dass in Elektronikladen, die werfen den ganzen alten Müll rein, den man nicht braucht. Es ist zwar tatsächlich viel wert, aber dann kriegt man irgendwie 100 Mäuse oder was weiß ich alles, Computermäuse, nicht Mäuse, die Sachen. Das wären gut für unseren Kater. Aber ja, so, also gibt es solche und solche Stories, aber Ja, also meistens sehr immer positiv und Pro und Contra. genau. Und die Leute stehen aber teilweise dafür an, oder? Für diese Lucky Bags. Also da gibt es richtig vor Supermärkten oder so. Das habe ich Ja, gesehen, dass die gibt's Leute anstehen. überall. Mich hat das gewundert. Ich habe gedacht, jetzt ist jetzt Chaos ausgebrochen. Weiß ich nicht. Oje. Ja, das war. Aber war sehr nett. Und wir sind dann am 3. Januar weitergefahren, waren noch einen Tag in Kyoto und so. Das war auch schön. Bisschen kalt war es in Kyoto, so wie bei dir hinten jetzt. Ja, da ist es immer ein bisschen. Aber es ist frisch. Genau. Das ist meine. Und dann haben wir aber, das ist Neujahr, Silvester. Und dann gibt es aber noch diese Weihnachtsgeschichte. Und da gibt es ja auch was Spezielles, oder? Das wird ganz anders gefeiert als in Europa. Ja, so Weihnachten in Japan ist es, wie gesagt, gar nicht religiös. Und Japaner haben verstanden, ja, dann am Weihnachten, dann schenkt man die Geschenke. Und Japaner haben verstanden. Sehr gut, wie du sagst. Konsum first. genau, Konsumvolk. Und natürlich, wir haben so verstanden, das ist ein Tag der Liebe. Aber Liebe, nicht so Familie, mit den Familienliebe oder Nachbarnliebe oder sowas, sondern so eine, so eher so erotische Liebe. Und dann, Ding. piam, und dann am 24. Dezember ist es besonders, also, große Bedeutung für den Liebespaar. Genau, also ich möchte eine Sache kurz korrigieren. Ich habe nicht Konsumvolk gesagt, sondern Konsum first, zuerst. So, Konsum first, okay. Entschuldigung. Also das war, ich wollte da nicht irgendwas irgendjemandem schlecht reden. Und ja, das ist, habe ich eben auch gehört und gesehen auch. Die Leute gehen an Heiligabend, tatsächlich am 24. Pärchen buchen Restaurantplätze. Restaurantplätze, genau. Und dann, ja, Genau, dann Fest der Liebe. Fand ich sehr schenken. gut. Nee, ist einfach, finde ich viel schöner als dieses reine Geschenkeding. Ist doch viel näher an diesem Fest der Liebe, was immer vorgegeben wird bei uns. Ja? Und letztendlich wollen die Kids nur Geschenke haben. Ist auch nicht schlimm, ja? Aber irgendwie ein Missverständnis, was Liebe bedeutet. Finde ich gut. Find ich sehr gut. Und dann gibt es eine ganz komische Tradition noch mit dem Colonel Sanders. Ja, genau, Von KFC. Kentucky Fried Chicken. Ich nenne die ja immer böse KZ-Hühnchen, weil den Hühnchen geht es da, glaube ich, nicht so gut. Aber ja, ist tragisch für die Hühnchen. Aber es gibt eine Werbeaktion, glaube ich, gab es mit dem, mit Weihnachtshut in den 50er Jahren. Und so haben, mein Verständnis, korrigiere mich, so haben dann Japanerinnen und Japaner verstanden, das ist Weihnachten. So feiern die Weihnachten. Und deswegen kauft man dann gerne diese Buckets mit Hühnchen drin. Also, in 50er Jahren ist es vielleicht mit den Coca-Cola-Kampagne. Ah, das war Coca-Cola, ne? 60er Jahre waren dann. Ja, und dann KFC, dann kamen meines Erachtens nach vielleicht Ende 70er Jahren oder So spät. so 80er Jahren nach Japan. Und dann so hat es angefangen. Okay, Japaner haben wieder so verstanden, zum Weihnachten.
isst man, also Amerikaner zum Beispiel, isst man gerne diese Truthahn. Ja, aber eigentlich an Thanksgiving. Ist egal. Ist Ja, egal. Amerikaner können so zum Thanksgiving Truthahn essen und Weihnachten Truthahn essen und Stimmt, dann die essen immer Silvester Truthahn. Truthahn essen Ja, oder alles so Gammon Steak oder irgendwie alles ja, ja. Mögliche machen. Aber Japaner haben nur so einen Schnitt davon gesehen, okay? So Amerikaner that's. essen am Weihnachten die Truthahn, die Truthähne. Und aber in Japan ist Truthähne sind total unbekannt. Und stattdessen, was haben wir? Hühner. Hühner können wir noch leisten. Und okay, dann Weihnachten essen wir die Hühner. Okay, also so kommt es. Es ist tatsächlich so, dass man meines Wissens nach in Japan beim KFC das sind dann so Eimer voll mit Hühnchen, die muss man vorbestellen, wenn man dieses Genau. Weihnachtspaket haben möchte. Und die sind erstaunlich teuer. Also das ist üblich, 50 Euro da auszugeben, für so ein Weihnachtsessen vom KFC. Ja. Wow. Gibt ja ganze Familienpackung. Ja, klar, das ist okay. Spannend. Da war ich noch nicht in Japan zu der Zeit. Hätte ich eine Woche früher fliegen müssen. Das möchte ich einmal erleben. Einmal gehe ich dahin und mache das mit. Ich kenne allerdings so Touristengeschichten, die dann da waren. Die haben tatsächlich nichts bekommen bei KFC, weil die gesagt haben: Hey, wenn du nicht vorbestellst, kriegst du nichts. Ja, eben. Oh, okay. Ja. Das ist kein Rassismus, sondern die verkaufen so viel zu der Zeit, Ja, dass du wirklich Vorbestellungen machst. weil die Angebot dann ist es limitiert, ne? So Genau. natürlich kann man nicht so zu 2000 Hähnchen mehr Genau, so groß gehen ist die und dann. Location dann auch nicht von dem jeweiligen KFC. Aber also ich finde zwei Sachen eben sehr lustig, beziehungsweise eine Sache finde ich schön. Ich finde schön, dass das Fest der Liebe gehört. Ja? Egal, auch wenn die Jungs dann nur auf den einen Teil aus sind. Aber das ist schön, finde ich schöner. Das ist nicht unbedingt, das ist eigentlich eher ein bisschen wie Valentinstag, Ja. würde ich sagen. Also wie Valentinstag bei uns. Der Valentinstag ist ja wiederum ein bisschen anders in Japan. Das machen wir mal anders. Das ist Aber dann. und das andere ist quasi der ganze andere Teil der japanischen Gesellschaft. Nein, das stimmt natürlich nicht. Das ist jetzt sehr, sehr überspitzt formuliert. Ein anderer großer Teil der Gesellschaft rennt zu KFC und kauft sich diese Buckets voll mit Hühnchen, mit Ja. frittierten Hühnchen. Sehr lustig, fand ich sehr Genau. nett. Also das sind die zwei Und großen Traditionen also an Heiligabend. diese Geschichte mit dem Hühnchen kann man nicht nur so denn bei KFC erleben und an den Tag werden alle anderen Restaurants, egal so japanisch oder italienisch oder amerikanisch, irgendein also So ein Gericht mit dem Weihnachtsmenü. Hühnchen Okay. dann Und wird gut verkauft. ist es am 25. oder ist es am 24.? Eher am 24. Okay, also an Heiligabend. Also das Ja. entspricht ja tatsächlich, das ist auch lustig, weil das entspricht tatsächlich ja eher dem europäischen und beziehungsweise tatsächlich speziell dem deutschen Feiern, weil die meisten feiern ja tatsächlich Weihnachten an Ja, Weihnachten, am genau, 25. 25. oder 26. in Deutschland Genau. auch. Und Heiligabend ist tatsächlich ein sehr deutsches Thema oder deutschsprachiges Thema, Österreich, Schweiz, weil ganz, ganz viele eben tatsächlich den Heiligabend vielleicht in die Kirche gehen, aber die Geschenkgeschichten passieren dann am 25. Richtig. Genau. Ja, lustig. Lustig, so kommt. Also was ich immer schön finde im Japanischen ist, dass man nimmt was von der Kultur auf, versteht was von der Kultur, das hast du auch ganz schön gesagt, interpretiert es aber ein bisschen anders und es kommt Ja. dann trotzdem eine ganz nette Tradition wieder raus, irgendwo. Ja? Ein bisschen verrückt. Ja. In dem Fall, also jetzt mit diesem Colonel Sanders, das ist ja so deren Ronald McDonald, glaube ich, von KFC. Da gibt es auch noch eine lustige Geschichte. Einer wurde ja mal in Osaka versenkt, Wie versetzt. im Fluss geschmissen, Ah, wegen mit Osaka wegen Tigers oder diesen, irgendwas. ja, diesen Baseball-Fans. Genau, die da ein bisschen deprimiert waren, weshalb dann gleich 30 Jahre lang nichts mehr gewonnen wurde. Das ist dann so. Stimmt ja nicht, 28, ja. aber wer dran glaubt. Also auf jeden Fall, das finde ich eine schöne Tradition mit diesem, mit dem Hühnchen. Es ist lustig, dass das so anders aufgefasst wird. Und das ist quasi dann der Hühnchentag. Das ist ja ähnlich eigentlich wie hier. Also in Europa, in Deutschland sind die Enten ganz unglücklich zu Heiligabend.
Und in Japan sind die Hühnchen ganz unglücklich an Ja. Heiligabend. Das sind die zwei, die nicht feiern. Die einen hier, die anderen dort. Schön, danke für diese Einblicke. Chio-san, Gern das gesehen. war. Und man wünscht, das sage ich jetzt nochmal, diesen Neujahrswunsch, den darf man, sollte man tatsächlich erst am 1. sagen, Am nicht davor, ersten, richtig? ja. Weil ich war so stolz davor und dann haben mir immer alle gesagt, nein, erst dann bitte. Erst am, Dann bin genau. ich nochmal hingegangen und hab nochmal Sehr gut. gewünscht. Also ich wünsche dir jetzt nichts, aber schöne Feiertage Ja, darf ich dir vielen wünschen. Dank, dir auch. Und dann hören wir uns im neuen Jahr wieder. 2024. Was hast du Großes vor? Fliegst du nach Japan nächstes Jahr? Wahrscheinlich oder auch, Wahrscheinlich. wer weiß. Wer weiß. Okay. Mehr dazu nächstes Jahr. Domo arigato gozaimasu für deine Zeit. Arigatou gozaimashita. Und otsukare sama deshita. お疲れ様でした。Bye はい。bye. 良いチャオ。お年をお迎えください。